einem neuen Video und zwar habe ich heute mal was, ja ich sag mal für die Familien, für die Mountainbiker, Fahrradfahrer, Leute, die draußen sind, ja und einfach schnell und einfach mal vielleicht irgendwie den Kinderwagen abspritzen möchten, das Fahrrad abspritzen möchten, die Gummistiefel, sonst irgendwas, was man draußen irgendwie in der Natur verwendet oder auch selbst im Garten, eine Kleinigkeit einfach mal abzuspritzen, ohne da den großen Gartenschlauch nehmen zu müssen und ja. Gartenschlauch, Hochdruckreiniger, wie auch immer, dass man da jedes Mal alles aus der Garage auspacken muss. Und da gibt es jetzt mittlerweile von Kärcher hier so ein wirklich cooles Teil, wo ich jetzt schon genügend YouTube-Videos auch dazu gesehen habe und Tests gelesen habe und wirklich top abgeschnitten hat überall. Und gerade als Familie, sage ich mal, ist man mit dem Kinderwagen im Winter, Herbst, wie auch immer unterwegs. Der Kinderwagen sieht danach aus wie sonst was. Man ist auch vielleicht mal irgendwo in den Bergen, im Wald unterwegs, mit dem Auto. Und da kann man einfach mal schnell den Kinderwagen abspritzen und so weiter und so fort. Also kurz so zur Einführung: Es gibt verschiedene Boxen dazu oder Systeme. Es gibt einmal hier, das ist dieses Adventure Kit, nennt sich das. Da ist eine Bürste dabei, da ist ein Schlauch dabei, mit dem ihr noch einen separaten Eimer neben dran stellen könnt, von dem ihr das Wasser ansaugt. Was wirklich eine coole Sache ist: Ihr habt hier das kleine Netzteil, ist eigentlich ganz süß, weil es so klein ist. Ist ja kleiner als jedes Handynetzteil, aber in 2 Stunden lädt er anscheinend das Ganze auf und man kann dann 15 Minuten sozusagen spritzen, solange Wasser da ist natürlich. Weil im Endeffekt ist es ein 4-Liter-Tank hier. Mit 4 Litern kann man natürlich nicht so viel abspritzen, aber fürs Erste reicht es auch. Ansonsten nimmt man halt nochmal einen 5-Liter Wasserkanister mit oder irgendwie von einem Fluss in der Nähe, wie auch immer. Hier oben ist dieser Einfüllstutzen, wo ich das Ganze dann einfüllen kann. Ich habe das gerade eben ausgepackt. Ich habe das nämlich schon mal ausgepackt gehabt. Ich habe eine erste Lieferung bekommen von dem Teil. Aber da hat das Gerät nicht geladen. Das heißt, es hat da ganz kurz hier grün aufgeblinkt. Mit dieser LED signalisiert er sozusagen den Ladestatus. Wenn er blinkt, lädt er auf. Wenn es dann dauerhaft grün leuchtet, ist es vollgeladen. Genau, ansonsten ist gar nicht viel dabei, wie man hier sehen kann. Ist die Beschreibung nochmal dabei, wobei die in meinen Augen eher ein Witz ist. Also man hat hier ein paar Bildchen abgebildet. Und das war's. Und ansonsten hat man eigentlich gar nichts hier. Und dann geht jetzt hier die 2 Seiten weiter und dann ist man auch gleich bei der nächsten Sprache. Also man hat eigentlich gar nichts erklärt, aber andererseits braucht man auch nichts erklären. Mich hat es nur gewundert am Anfang, dass er halt einfach nicht geladen hatte. Genau, ansonsten habt ihr, wie gesagt, dieses Kit. Ich finde persönlich, ist das das Optimale, weil ihr habt diese Box, stellt ihr einfach hier drunter. Das heißt, das ganze System ist dann wieder so groß, das könnt ihr in den Kofferraum stellen, vor die Haustür, in den Garten, wie auch immer. Und ihr habt einfach alles dabei. Und dann zeige ich das Ganze mal, wie das funktioniert. Das ist total simpel gemacht und einfach gemacht. Wie gesagt, selbsterklärend und ich zeige dann gleich, wie das Ganze wirklich funktioniert, wenn ich das Ding mal geladen habe. Jetzt nochmal zu dem Punkt, ich habe es jetzt gerade angesteckt. Wie gesagt, die erste Lieferung, da hat er ganz kurz grün aufgeblinkt und war dann aus. Das heißt, es bringt mir dann gar nichts, also hat einfach nicht aufgeladen. Und bei dem sieht man ja ganz klar hier diese grüne LED, hier wird es einfach eingesteckt. Und wie gesagt, was ich gelesen habe, in 2 Stunden ist das Ding voll aufgeladen. Und damit könnt ihr dann 15 Minuten ungefähr, ja, spritzen. Was auch noch eine ganz coole Sache ist, es gibt noch so ein, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so ein Car-Kit. Dann habt ihr noch mal einen 12-Volt-Ladeanschluss fürs Auto dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt im Auto unterwegs seid, mit dem Mountainbike, mit dem Buggy, wie auch immer, Kinderwagen, habt ihr natürlich so ein Kit. Das könnt ihr auch für 15 Euro, glaube ich, nachkaufen, dieses Kabel. Und das heißt, ihr habt dauerhafte Stromversorgung, sage ich mal, im Normalfall und braucht halt entsprechend nur Wasser. Und ich sag mal, so ein 5-Liter-Kanister kann man sich immer ins Auto stellen. Das nimmt jetzt nicht viel Platz ein und ihr habt damit halt mit 5 Litern, mit dem Hochdruckreiniger ist es viel. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, als wenn man jetzt mit einem normalen Gartenschlauch oder mit einer Brause irgendwie was abspritzt. Weil es halt eben dieses, ja, dieses Wasser halt so zerstäubt, dass es halt viel ergiebiger ist, mehr oder weniger. Genau, aber wie gesagt, zum Test komme ich dann. So, wie man jetzt sehen kann, ist er vollgeladen für, ja, ich sag mal, genau 2 Stunden eigentlich, seit ich jetzt vorhin zum ersten Mal das Gerät geladen habe. Und dann ziehen wir das einfach mal ab. Dann zeige ich einfach mal, da war mein Finger im Weg, dass man es einfach hier so draufsteckt auf dieses Plastik. Ja, jetzt habe ich bei der Montage noch was festgestellt. Und zwar glaube ich, das ist in dem Modell, wo ich eben gesagt habe, dass das Netzteil defekt war, dass es schon ein Vorführgerät war oder sonst irgendwas. Weil diese Elemente hier, die haben ja eben, hat man ja gesehen, in diesem Kasten noch gelegen. Die waren beim anderen schon montiert gewesen. Also das ist sehr interessant. Und jetzt macht man es ganz einfach. Macht es hier einfach auf. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit einer Hand hier an der Wand machen. So, man drückt hier einfach drauf. Und
klack. Jetzt greift man mal an der anderen Seite, klack. Dann zieht man das einfach hoch und das war's. Also es ist total simpel und einfach gemacht. Und man kann das einfach immer wieder hier dran machen. Natürlich, wie gesagt, mit einer Hand ein bisschen blöd jetzt. Aber es ist total einfach anzuhaben. Hier noch diesen Verschluss für den Stromanschluss weg. So, klack. Dann nimmt man das Gerät hier hoch. Das hier kann man hochziehen. So, genau, dann hat man das hier so in einem Paket sozusagen. Und was jetzt der Fall ist, und zwar könnt ihr hier diesen ersten Griff runterziehen, könnt das hier abziehen. So, und dann habt ihr den eigentlichen Hochdruckreiniger drin. Das heißt, dieses Gerät hier ist jetzt entsprechend ja, der Hochdruckreiniger. Da habt ihr hier nochmal, ich weiß nicht, das war das eine Düse, ich glaube, das war eine Düse gewesen, genau, die hier vorne aufgesteckt wird oder eingesteckt wird. Das muss ich gleich mal nochmal gucken. Aber das heißt, ihr habt immer alles schön zusammen, ohne dass irgendwas wegkommt. Das Ganze kommt dann hier durch diese kleine Lücke mit dem Schlauch. Da kommt das Ding wieder oben drauf. Zack. Da kommt das wieder am Ende oben drauf. Damit hält das Ganze. Das ist verbunden. Das muss man, wie gesagt, nochmal in aller Ruhe jetzt machen, befüllen. Und dann mache ich das Testvideo, das eigentliche. Dann gucken wir mal. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Test. Ich habe jetzt schon mal ganz kurz angetestet hier draußen. Also ich bin vorweg, muss ich sagen, wirklich total begeistert davon, wie einfach das Ganze zu bedienen ist. Und ich zeige einfach mal, was eine Power, oder was heißt eine Power, aber gerade für diese Sachen, Kinderwagen, Gummistiefel, Fahrrad, auch Kleinigkeiten im Garten, wo man vielleicht jetzt nicht extra den großen Hochdruckreiniger mit dem Schlauch raufholen möchte und so weiter und so fort, einfach nur ganz schnell das Wasser hier eingefüllt. Ich habe jetzt in dem Fall sogar warmes Wasser eingefüllt. Zeige ich das einfach mal gerade mal da hinten, weil da sieht man ja schön Dreck. Kleinen Moment, gehen wir mal hin. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Dann ist es nämlich so gemacht, dass man das hier einfach hoch nach hinten zieht. Damit kann ich den Wassertank abnehmen. So, dann nehmen wir den Schlauch hier hinaus. Der ist, wie gesagt, hier fest verbaut. Den lege ich jetzt mal hier zur Seite. Tue das wieder hier oben drauf. So, dann kommt hier oben das hier drauf. Ich hoffe, man kann das erkennen, auch die Kameraführung, weil ich natürlich das Handy jetzt in der Hand halte. Dann drückt ihr einmal kurz hier auf den Knopf drauf. Dann hört ihr, baut den Druck auf. Das ist natürlich je nachdem, wie viel Wasser ihr drin habt. So eine Sache. Ich hoffe, es war gerade ein bisschen, dass man es ein bisschen besser erkennt. So, jetzt ist Druck da. Jetzt hört auch dieses Bumm auf. Wie gesagt, Wasser seht ihr ja hier, habe ich einfach mal so zur knapp über die Hälfte aufgefüllt. Und jetzt könnt ihr wirklich hier mit dieser Spritze ihr seht ja selber, das ist ein kleines Gerät, was jetzt nichts Besonderes ist, aber genau für solche Sachen optimal geeignet. Es ist wirklich hier, wie ihr sehen könnt, wir sind ja im Winter und es ist schon mehr oder weniger eingefressener ja, Dreck, der hier auch wirklich in den Fugen ist. Und ich zeige es einfach mal. Ich glaube, da habt ihr schon einen ganz guten Eindruck, wie das Ganze funktioniert. Gerade bei so Sachen, zum Beispiel bei hier, in dem Fall jetzt mit so Schuhen. Oder ihr geht auf die Terrasse und habt jetzt hier einfach eure Schuhe irgendwie ausgezogen und die sind natürlich vom Garten, sag ich mal, dreckig. Geht jetzt hier rüber, zack, abgespritzt, sauber. So, und das Ganze müsst ihr euch einfach vorstellen, ihr seid jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs, mit dem Kleinkind. Im Wald, im Schlamm. Und natürlich nimmt jedes Kind irgendeine Pfütze mit. Ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs, irgendwo auf irgendwelchen Trails oder durch den Wald gefahren. Und somit habt ihr einfach halt die Möglichkeit, mal ganz schnell einfach mal das abzuspritzen.
Also ihr seht das selber. Es ist einfach genial. Also es ist wirklich so eine Sache, wo man sich einfach so ein Gerät mitnehmen kann. Und man wirklich einfach sagen kann, okay, ich mache mal schnell, einfach hier im Auto, mal irgendwas schnell sauber, bevor ich es ins Auto reinlege. Und von daher ist es einfach ja, Top-Gerät in meinen Augen. Und für den Preis auch absolut gerechtfertigt. Wie gesagt, 15 Minuten reichen locker aus, um einfach die Schuhe sauber zu machen oder sonst was. Wenn ihr irgendwie Fragen haben solltet, schreibt mich einfach an. Für mich eine klare Empfehlung für Familien mit Kindern oder Familien oder Personen, die einfach irgendwie in der Natur unterwegs sind und so ein Gerät einfach mal im Kofferraum dabei haben. Genau. Das war's dazu. Ansonsten schreibt mich einfach an, wenn ihr Fragen habt oder hinterlasst einfach ein Like. Dankeschön.